Angst ist ein menschlicher Urinstinkt, der oft durch die unbekannten und unvorhersehbaren Kräfte der Natur ausgelöst wird. Es gibt viele Naturkatastrophen, vor denen sich die Menschen fürchten. Aber die Aussicht auf einen Supervulkanausbruch im Yellowstone-Nationalpark ist wohl eine der schrecklichsten. Ein solches katastrophales Ereignis hat das Potenzial, Leben in einem Ausmaß auszulöschen, wie es in der Neuzeit noch nie vorgekommen ist. Und nur wenige Menschen sind sich der Gefahr bewusst, die davon ausgeht. Die jüngste Nachricht, dass im Yellowstone über 1000 Erdbeben in weniger als einem Monat aufgetreten sind, hat die Alarmglocken schrillen lassen und zur Schließung des Parks und einer Warnung der Behörden geführt. Könnte dies ein Zeichen für eine bevorstehende eine Katastrophe sein? Komm mit uns, um das Geheimnis der jüngsten seismischen Aktivität im Yellowstone zu ergründen und die Geheimnisse dieses bedrohlichen Supervulkans zu lüften. Der Yellowstone Nationalpark ist ein legendäres Juwel unter den Kronjuwelen der Vereinigten Staaten. Er wurde am 1. März 1872 als erster Nationalpark des Landes gegründet und ist bekannt für seine enorme Größe und seine unvergleichliche Sammlung geothermischer Wunder. Yellowstone erstreckt sich über die nordwestliche Ecke von Wyoming sowie teilweise über den südlichen Teil von Montana und den östlichen Teil von Idaho und beherbergt die größte Konzentration hydrothermaler Erscheinungen auf der Erde. Die einzigartige Lage des Parks ist das Ergebnis von Millionen von Jahren vulkanischer und seismischer Aktivität, die durch die allmähliche Bewegung der nordamerikanischen Platte verursacht wurde. Dieses geologische Phänomen hat einen Hotspot geschaffen, in dem eine Magmakuppel direkt unter der Erdoberfläche liegt, was die Mystik und die Anziehungskraft dieses berühmten Parks noch verstärkt. Und die Yellowstone-Region ist kein Unbekannter, wenn es um apokalyptische Eruptionen geht, die ihre Spuren in der Geschichte des Planeten hinterlassen haben. Vor mehr als 2 Millionen Jahren brach ein gewaltiger Magmadom aus, der sich in aller Stille unter der Erdoberfläche gebildet hatte und löste eine katastrophale Explosion aus, die bis heute zu den katastrophalsten vulkanischen Ereignissen der Geschichte zählt. Das Ausmaß des Ausbruchs übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen. 2500 Kubikkilometer Gestein und Asche wurden gewaltsam ausgestoßen. Das entspricht etwa der 6000-fachen Menge des Materials, das bei der berüchtigten Eruption des Mount St. Helens im Jahr 1980 ausgestoßen wurde. Bemerkenswerterweise glauben Wissenschaftler heute, dass es sich bei dieser monströsen Eruption um zwei getrennte Ereignisse handelt, die sich über einen Zeitraum von 6000 Jahren ereigneten. Trotzdem blieb die Region aktiv und erlebte vor etwa 1,3 Millionen und 640.000 Jahren zwei weitere gewaltige Eruptionen, wobei die letzte durch einen Strom geschmolzener Lava gekennzeichnet war, der etwa 40% des Materials der ersten Explosion freisetzte. Die Folgen jedes Ausbruchs in der Yellowstone-Region sind eine deutliche Erinnerung an die unglaublichen Kräfte, die unseren Planeten formen. Bei jeder Explosion wurde eine riesige Caldera hinterlassen, die durch den Zusammenbruch des Magmadoms entstand, der unter der Oberfläche stetig gewachsen war. Vor allem der dritte Ausbruch hinterließ das, was wir heute als Yellowstone-Caldera kennen. Ein kolossales, ovales Becken, das den westlichen Zentralbereich des Nationalparks dominiert. Dieses geologische Wunderwerk ist etwa 30 Meilen lang und 45 Meilen breit und umfasst die nördlichen 2/3 des Yellowstone Lake. In dieser riesigen Caldera nehmen 2 wieder aufsteigende Magmadome langsam Gestalt an. Der eine liegt nördlich des Sees, der andere im Westen und liegt unter einigen der berühmtesten hydrothermalen Erscheinungen des Parks. Die seismische Aktivität in der Yellowstone-Region ist unübertroffen und die Gegend ist eine Brutstätte geologischer Aktivitäten. Tief unter der Erdoberfläche befindet sich ein Netzwerk aus miteinander verbundenen Verwerfungen, die auf die vulkanische Geschichte des Parks zurückgehen. Jedes Jahr gibt es in der Region hunderte von kleinen Erdbeben, von denen die meisten von den Einheimischen kaum gespürt werden. Hin und wieder erschüttert jedoch ein stärkeres Beben die Region. Und wenn das passiert, hat es erhebliche Auswirkungen auf den Park. Ein solches verheerendes Erdbeben ereignete sich 1959 im südlichen Montana, direkt vor der nordwestlichen Ecke des Parks, und verursachte verheerende Schäden an mehreren hydrothermalen Anlagen des Yellowstone, darunter auch am berühmten Geysir Old Faithful. Seit fast einem Jahrhundert beobachten Wissenschaftler die vulkanische Aktivität im Yellowstone-Nationalpark genau. In den letzten Jahren hat sich der Boden im Park gewölbt und gehoben, was bei den Forschern Besorgnis ausgelöst hat. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der schlafende Vulkan bald aus seinem Schlummer erwacht. Ein aktueller Bericht des United States Geological Survey zeigt, dass der Park im Juli 2022 ein hohes Maß an seismischer Aktivität erlebte, wie es seit 2017 nicht mehr vorgekommen war.
Die Verantwortlichen des Parks berichteten von über 1000 Beben, die von Seismografen aufgezeichnet wurden, von denen jedoch keines eine nennenswerte Stärke hatte. Das stärkste Erdbeben hatte eine Stärke von 3,6 und lag fast 18 Kilometer unter dem Yellowstone Lake. Es wurden jedoch auch Dutzende kleinerer Erdbeben festgestellt, die weiter untersucht werden müssen. Der USGS warnt, dass dies ein frühes Warnzeichen dafür sein könnte, dass sich die Bestie wieder rührt. Stehen wir also kurz vor einem Ausbruch des Yellowstone? Das ist die Frage, die sich jeder stellt. Der National Park Service berichtet, dass es im Yellowstone-Gebiet jährlich zwischen 700 und 3000 Erdbeben gibt, von denen einige unbemerkt bleiben. Der jüngste Anstieg der seismischen Aktivität beunruhigt jedoch selbst die Experten. Wissenschaftler setzen modernste Erdbebenerkennungs- und Überwachungsgeräte ein, um das Ausmaß der Aktivität im Magmapool unter der Oberfläche zu verfolgen. Unter der Oberfläche befindet sich im Yellowstone-Nationalpark ein Reservoir mit einem unterirdischen Magmasee, der sogenannten Magmakammer. Durch die Analyse der Häufigkeit und Stärke von Beben können Wissenschaftler feststellen, wie schnell sich die Magmakammer mit neuem Material füllt. Die zunehmende Stärke und Häufigkeit der Erdbeben im Park könnte ein Zeichen dafür sein, dass eine neue Ladung Magma in die Magmakammer gepresst wird. Trotz dieser Anzeichen ist immer noch unklar, was die Zukunft des Yellowstone-Nationalparks bringt. Eines ist sicher: Niemand weiß mit Sicherheit, wie es mit dem Yellowstone weitergehen wird. Außerdem hat der USGS eine bemerkenswerte Entdeckung unter dem Yellowstone-Nationalpark gemacht, die buchstäblich Milliarden von Jahren alt ist. Ein riesiger Heliumvorrat, der schätzungsweise 2 Milliarden Jahre alt ist, entweicht in alarmierendem Tempo aus dem Park. Satte 60 Tonnen jährlich. Das ist genug verlorenes Gas, um jede Woche ein Goodyear-Luftschiff aufzublasen. Das Heart Lake Geyser Basin ist einer der Schuldigen für die höchsten Emissionen dieses wertvollen Gases. Diese verblüffende Enthüllung zeigt, wie selten Helium im Park vorkommt, obwohl es das zweithäufigste Element im Universum ist. Hier auf der Erde ist Helium-4, das aus 2 Protonen und 2 Neutronen besteht, die häufigste Form, die durch den Zerfall von schweren Elementen wie Uran entsteht. Helium-3 hingegen ist eine relativ seltene Variante, die 2 Protonen und nur ein Neutron enthält und seit der Entstehung der Erde existiert. Wissenschaftler können den Ursprung von Helium bestimmen, indem sie das Verhältnis von Helium-3 zu Helium-4 analysieren. Die hohe Konzentration von Helium-3 im Hydrothermalsystem von Yellowstone ist ein starker Beweis dafür, dass der Yellowstone-Hotspot tief im Erdmantel entsteht und einen direkten Weg zur Oberfläche hat. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Reise von Helium-4 zur Oberfläche des Yellowstone viel komplizierter ist als bisher angenommen. Ein Forscherteam des United States Geological Survey sammelte ein Jahrzehnt lang Gasproben aus dem Yellowstone und analysierte ihre Isotopenzusammensetzung, darunter Helium, Kohlendioxid und andere Gase. Was sie dabei entdeckten, war überraschend. Die Menge an Helium-4, die aus Yellowstone austritt, ist deutlich höher, als in anderen Regionen zu erwarten wäre. Und ein beträchtlicher Teil davon ist wahrscheinlich hunderte Millionen oder sogar Milliarden Jahre alt. Ihre Berechnungen und Analysen führten die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass dieses Gas aus Gesteinen innerhalb einer alten Kruste stammt, die in dem Gebiet begraben ist. Diese Kruste entstand vor mehr als 2,5 Milliarden Jahren und enthält Uran und andere radioaktive Materialien, die im Laufe der Zeit zerfallen sind. Es wird vermutet, dass der Yellowstone-Hotspot diese alte Kruste vor etwa 2 Millionen Jahren durchtrennt hat und dabei Helium-4 aus dem Gestein und Helium-3 aus dem Erdmantel freigesetzt hat. Während diese neueste Entdeckung im Yellowstone die Parkbesucher faszinieren mag, ist sie für Wissenschaftler geradezu beunruhigend. Helium und andere Edelgase sind entscheidend für die Beurteilung von Grundwasserquellen. Je mehr Helium-4 im Wasser vorhanden ist, desto länger hat das Wasser im umgebenden Gestein gelegen. Die neuen Forschungen über Helium im Yellowstone deuten jedoch darauf hin, dass einige dieser Annahmen nicht ganz richtig sind. Insbesondere, wenn es um Helium-4 geht, das durch den stetigen Zerfall von Elementen in den örtlichen Grundwasserleitern entsteht. Helium ist bekanntermaßen unberechenbar und kann aus überraschenden Quellen wie alten Gesteinseinschlüssen oder Magmaquellen unerwartet in ein System eindringen. Wissenschaftler erkennen jetzt, dass frühere Datumsberechnungen, vor allem in Bezug auf Grundwasserleiter in der Nähe von Vulkangebieten oder Erdbebenverwerfungen, aufgrund des zusätzlichen Heliums sehr ungenau sein können. Und wusstest du, dass das Yellowstone-Caldera-System wie ein Uhrwerk alle 730.000 Jahre ausbricht?
Das stimmt laut den neuesten Daten der Behörde, wobei der letzte Ausbruch vor etwa 640.000 Jahren stattfand. Dieser Ausbruch hinterließ eine riesige Caldera mit einer Breite von 56 Kilometern und einer Länge von 80 Kilometern, deren Nordwand aus dem Lava Creek Tuff, einer dicken Schicht vulkanischer Ablagerungen, besteht. Die pyroklastischen Ströme, die durch den Ausbruch entstanden, schickten riesige Mengen an Vulkanasche in den Himmel, von denen einige noch immer bis nach Iowa, Louisiana und Kalifornien zu finden sind. Der USGS warnt, dass die Folgen eines weiteren katastrophalen Ausbruchs des Yellowstone auf der ganzen Welt zu spüren wären. Der Ausbruch würde dicke Ascheschichten erzeugen, die weite Teile der Vereinigten Staaten bedecken würden. Und die Freisetzung enormer Mengen vulkanischer Gase in die Atmosphäre hätte erhebliche Auswirkungen auf das globale Klima. Auch die menschlichen Aktivitäten, insbesondere die landwirtschaftliche Produktion, würden für viele Jahre stark beeinträchtigt werden. Wenn es darum geht, die nächste Bewegung des Yellowstone-Supervulkans vorherzusagen, können wir uns nicht nur auf Daten aus seiner zerstörerischen Vergangenheit verlassen. Zwar kann die Erforschung früherer Vulkanausbrüche einen gewissen Einblick gewähren, aber es ist schwer, genaue Schlussfolgerungen aus Ereignissen zu ziehen, die so lange zurückliegen. Es gibt jedoch ein eindeutiges Indiz, das darauf hindeutet, dass sich unter dem Yellowstone-Nationalpark etwas Großes zusammenbraut. Das kontinuierliche Wachstum einer massiven, kuppelförmigen Erhebung. Diese Anzeichen deuten auf eine Zunahme der vulkanischen Aktivität hin und haben die Behörden dazu veranlasst, drastische Maßnahmen zu ergreifen und den Park für Besucher und Forscher gleichermaßen zu sperren. Diese teilweise Sperrung wurde verhängt, um die Menschen im Falle eines Vulkanausbruchs zu schützen, da jetzt näher sein könnte als in den letzten 600.000 Jahren. Sollte es im Yellowstone-Nationalpark zu einem vollständigen Vulkanausbruch kommen, würde eine einfache Schließung des Parks nicht ausreichen, um die Menschen in der Umgebung zu schützen. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, müssten möglicherweise ganze Städte evakuiert werden, wie es beim letzten großen Ausbruch vor 600.000 Jahren der Fall gewesen wäre. Obwohl diese Art der Evakuierung noch nie versucht wurde, kann es für die Bewohner der Nachbarstädte und sogar der Bundesstaaten notwendig sein, weit weg vom Park umzuziehen. Doch selbst bei solch extremen Maßnahmen gibt es keine Erfolgsgarantie angesichts eines solch katastrophalen Ereignisses. Ein großer Ausbruch wäre so tödlich, dass er die meisten, wenn nicht sogar alle zusammenhängenden Gebiete der Vereinigten Staaten verwüsten könnte. Angesichts der zunehmenden Erdbebenaktivität in der Yellowstone-Region sollten wir uns Gedanken darüber machen, was wir im schlimmsten Fall tun würden. Schreib uns in die Kommentare, was du über die jüngste Zunahme der Erdbeben in der Yellowstone-Region denkst.